Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Informally ist wieder drin. Bin gespannt, ob er direkt im ersten Spiel wieder sagt: Ey, Trainer, warum hast du mich überhaupt rausgenommen? Ich bin viel geiler als alle anderen. Manchmal hat man das halt so, dass sie dann einfach total durchdrehen, direkt wieder im ersten Spiel oder zumindest geile Tore schießen oder so. Und Van Aanholt ist wirklich ein ziemliches Monster als Linksverteidiger. Er fällt jetzt zwar nicht in jedem Spiel krass auf, aber hat schon geile Eroberungen. Und was man auf jeden Fall bei Van Aanholt merkt, also ich würde sogar sagen, er hat nicht mal unbedingt so viel mehr krasse Eroberungen wie Azpilicueta. Also der ist auch sehr oft positiv aufgefallen. Aber was bei Van Aanholt halt wirklich zu merken ist, ist die Pace. Also man merkt einfach, dass da häufiger mal an den Ball rankommt, den er halt einfach noch erläuft, oder an den Gegner rankommt, den er einfach noch erläuft, was halt ein Azpilicueta nicht schafft. Und wenn der noch eine weitere Info bekommen sollte, wäre der so ein unglaubliches Monster mit noch gesteigerter Verteidigung etc. Oh, das ist, glaube ich, die aktuelle Inform von Lukaku. Da gibt es zwar eine Squad-Building-Challenge und sowas, aber von den Informs ist es der aktuelle. So, konzentrieren. Ich glaube an Mali, ich glaube an Müller. Und wir machen das Ding. Komm, 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 Reus, komm. Da wollte ich eigentlich direkt eine Schusstäuschung machen, komisch. Also ich wollte die in der Annahme machen, die Schusstäuschung, aber die hat nicht geklappt. Und sie hat das einfach nicht gemacht, sagen wir mal so. Ich sag nichts mehr. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's angekündigt. Er wird direkt im ersten Spiel durchdrehen. Und das ist ein geiles, krasses Tor gewesen. Innenpfosten und dann auf die andere Seite rein. Eieieiei. Das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint. Und das gegen Courtois ist schon Wahnsinn. Aber ich meine, so platziert, ne? Geiles Tor. Danke, Mali. Ich lass dich drinnen. Sorry, dass ich dich rausgenommen habe. Vielleicht hätte ich einfach Müller im Rücken gefehlt. Schade, jetzt kann ich Mali nicht als ZM testen. ZM geht bestimmt auch mega ab. Boah, ich hatte kurz Angst, ich hatte kurz Angst. Da waren drei Leute um ihn herum, ey. Schöne Parade von Sommer. Wie gesagt, Sommer hat wirklich ein paar sicke Paraden. Gerade auch was Reflexe angeht, ist er mir schon... Ihr werdet euch denken können, dass ich viermal auf Klären gedrückt habe. Sogar das hat auch ausgeholt, ist dann gefoult worden, was nicht gepfiffen wurde. Also sogar das hat zum Klären quasi ausgeholt, aber ist nicht passiert. Jetzt aber konzentrieren, ist nichts passiert. Ist nichts passiert. Schön gemacht. Von Sokrates, weiß ich nicht, was das... Also war halt komplett unbedrängt und einfach eigentlich. Fälscht. Da kommt so ein paar ekligen Lucky Bällen, wie ich finde. Schon wieder. Geiler Ball. Scheiße. Oh, den hätte er doch noch kriegen können. Da waren wir zu sehr beschäftigt, den Gegner davon abzuhalten. Eigentlich ein geiler Ball. Auch wieder so ein aggressiver, pressender Spieler. Wieder ein geiler Ball von Mali, der kann halt einfach Pässe.
Ja, abgeblockt, aber wäre wahrscheinlich eh wieder nicht rein von Piszczek. Sehr schön. Gut hingestellt mit Sokrates. Iniesta hat er. Oh, er spitzelt ihn quasi selber raus. Habt ihr das gesehen? Richtig geil. Da soll er gar nicht rangehen, weil im Rückraum stand noch jemand. Im Rückraum stand noch jemand, der ihn halt locker hätte annehmen können. Schön gemacht von Reus. Krass gemacht von Müller. Ich habe direkt auf Schießen gedrückt, das macht er leider nicht. Ich habe nur einmal auf Schießen gedrückt, nicht zweimal, aber dass er den dann von alleine flach ins lange Eck schiebt. Ich habe, wie gesagt, nur einmal auf Schießen gedrückt. Das war ein richtig schwerer Abschluss. Und er legt ihn halt, er schlänzt ihn alleine flach ins lange Eck. Erstmal geil, dass der Pass ankommt und er ihn so gut annimmt, aber ich hatte eigentlich direkt auf Schießen gedrückt. Aber ist egal, Hauptsache das Ding ist drin. Boah, das war ja so ein richtig klassisches FIFA 17 Anfangssaison-Tor, oder? Wie es am Anfang von FIFA 17 immer lief. Sehr schön. Ist aber noch lange nicht. Sehr geil, wie Hummels hier Lukaku wegdrückt. Durch das Spiel, weil es ist gerade mal. Oh fuck. Die erste Halbzeit. Gleich vorbei. Wenn wir jetzt einen Anschlusstreffer kriegen, wird's eklig. Sehr gut gemacht mit Pisse. Konzentrieren, komm, 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 konzentrier dich. Okay. Okay. Boah, danke Sommer. Aber er war auch nicht so krass geschossen, wenn man den festhalten kann. So, jetzt nicht nur ein Tor fressen, einfach ruhig bleiben. Oh, was für ein Lacker, ey. Krass. Sehr gut gemacht von Hector. Sehr, sehr gut gemacht von Hector. Genau wie vorher mit Piszczek. Schön von Sommer. Oh, ey, Sommer ist eigentlich so ein geiler Torhüter. Wie gesagt, ach, zum Glück. Wie gesagt, hat echt manchmal Paraden. Da macht Spiele teilweise so krass. Aber er hat halt auch schon drei ganz, ganz, ganz klare Torfehler gehabt. Tormannfehler, Torhüterfehler, die zum Gegentor geführt haben. Es ist einfach scheiße. Wenn die nicht wären, die drei Fehler, würde ich behaupten, er ist besser als Fährmann, obwohl er kleiner ist. Und von den Werten her halt sehr ähnlich. Sogar bei dem einen oder anderen Wert, also ausgeglichen. Der eine Wert ist besser, der andere ist schlechter. Deswegen, die sind sehr ausgeglichen. Was die wichtigen Werte angeht, den Abschlag nehme ich mal weg. Und. Ja, das ist aber deutlich kleiner Sommer, aber ich würde sagen, deutlich, abgesehen von den Fehlern halt, deutlich besser. Also, hatten wir schon Paraden gehabt, das sind wir auf jeden Fall, das ist mir
einfach sehr krass aufgefallen und gedacht habe, oh mein Gott, wie hat er denn die gehalten? Egal ob jetzt Hechten, Reflexe, Ballsicherheit habe ich halt das Gefühl. Ich habe das Gefühl, halt, Ballsicherheit ist bei ihm nicht so gut, obwohl das halt nicht stimmt. Ich glaube, die haben den gleichen Wert bei Ballsicherheit. Es kann natürlich sein, aufgrund der Größe, dass er bestimmte Bälle nicht festhalten kann, die ein Fährmann noch festhalten kann, weil er groß genug ist. Das kann natürlich sein. Oh nein, wie konnte denn der Ball ankommen, ey? So, jetzt konzentrieren. War geklärt. Ich wusste, dass es ein Pass ist, aber ich wollte einfach den wegschlagen. Und da geht manchmal ein Pass schneller und besser. Sorry, aber das ist ein geschenktes Tor. Vidal hat den Ball eigentlich. Und dann macht er irgend so einen scheiß Distanztreffer rein. Dann hat er das Gefühl, es sollte jetzt unbedingt eins fallen. Es musste irgendwie ein Ball fallen. Hier, pass auf, hier, Vidal wieder nimmt sich aus dem Spiel. Hummels. Dann weiß ich nicht, was Sommer macht. Springt nicht nach rechts, sondern ins Tor rein. Aber natürlich ist nicht Sommerschuss, war einfach ein guter Schuss. Aber wieso haben wir denn nicht defensiv gespielt, verdammt nochmal? Trotzdem, wir machen jetzt einfach das 3-1. Wir waren natürlich zuletzt dran, okay. Krass, ich wusste gar nicht, dass da noch zwei stehen. Ich dachte, das war die letzte Reihe. Muss mal einer rangehen! Mann! Dieser Begleitschutz wieder! Läuft der zu? Ne. Krasser Schuss von Müller, schade, dass der nicht reingeht. Na, endlich! Kommt Vidal auch mal ran. Wir hatten noch den Ball noch, okay? Interessanter Pass. Der auch. Das war scheiße. Alter, was für ein Ping-Pong. Was war natürlich nicht geplant. Sehr gut. Ey,
diese Kilometerpässe, die dürfen nicht ankommen. Stellt euch doch mal besser hin. Oh, da hält er mich wieder fest am Trikot ziehen. Gemein. Ist auch eigentlich verboten. Oh, der hält. Drückt mich jetzt aus. Egal. Endlich klappt sowas mal nicht. Oh, zum Glück. Jetzt gehen wir auf Zeit. Okay, war ein Foul, okay. Ich gehe natürlich wieder nicht auf Zeit, weil ich dachte, okay, du kannst jetzt hier noch ein schönes Tor schießen. So, jetzt aber. Oh, ich denke aber, es war ein verdienter Sieg. Also wir hatten auch noch so gute Chancen. Und das war ein merkwürdiges Tor vom Gegner. Das von Mali war eigentlich gut und das andere war auch ausgespielt, von daher passt. Nice! Souveräner Sieg, geiles Tor von Mali, dreht durch. Hat denn eigentlich die Vorlagen gemacht? Mal gucken. Vielleicht hat Mali sogar noch eine Vorlage gemacht, aber wahrscheinlich eher Reus, wenn Reus hier wieder Man of the Match ist. Tore, Mali und Müller und Vorlagen, Reus und Vidal, okay. Oh, das war angenehm, das war echt angenehm, das war sehr angenehm. So ein Sieg noch für Gold 3, komm schon. Ich glaube, ich muss dann auch aufhören. Ich glaube, ich bin dann einfach nicht mehr fit genug nach dem Spiel. Also eins hätte ich noch hinbekommen, aber ich glaube, noch eine Aufnahme. Ich bin dann immer noch 9 Spiele, das ist immer noch also es geht, aber es ist viel von den Tagen, wo man vielleicht nicht so viel Zeit hat. Mal schauen. So, und jetzt sollen wir aber wieder Eriksen ein bisschen durchdrehen. Und Benteke macht verdammt nochmal ein Tor nach einer Ecke, aber es liegt einfach an den Flanken. Er bekommt keine geilen Flanken. Oder nicht geil genug. Er will schon mal irgendwann wieder eins machen, aber solange wir nicht die Bräune haben, scheint uns die Konstanz da erstmal abhanden gekommen. Mal schauen. Einen Schluck trinken. Eieiei. Starker Sturm, Arnautovic als Stürmer. Ach, nicht wieder dieser Son. Und als ZOM hat er 90er Kane. Auch interessant. Jetzt können wir den Rest gar nicht angucken, aber ich glaube, der Rest war wieder normale Karten, oder? Konzentrieren. Gut spielen. So wie im letzten Spiel. Das hat mir gut gefallen. Oder in den letzten beiden Spielen.
Schön gemacht von Can. Dann habe ich leider einen blöden Pass mit ihm gespielt. Wieder gut gemacht mit Can. Super dicht bisher bei ihm. Fuck! Eigentlich eine gute Position für Mané, aber macht ihn leider nicht, schade. So, vielleicht macht jetzt mal Benteke endlich ein Kopfballtor, wenn Eriksen die Flanke schlägt. Schöner Schuss. So, jetzt vielleicht. Komm schon, Benteke, du musst doch endlich mal, der Knoten platzen. Krass, wie sich da Kane durchsetzt. Danke. Hat er wohl Angst vor Smalling gehabt? Also langsam wird's mal Zeit, dass hier mal einer fällt, Freunde. Lasst mal den Butler nicht so gut aussehen. Jetzt mach einen rein, Benteke. Jetzt! Jetzt! Na also, ich wusste es! Geil, das wurde aber auch Zeit! Meine Fresse, jetzt ist der Knoten geplatzt. Das macht er in jedem Spiel ein. Na also, nice! Eriksen mit der ersten Vorlage nach einer Ecke. Benteke mit seiner 99 Kopfballgenauigkeit bumst ihn da ins lange Eck rein. Richtig geil. Sehr schön. So, und jetzt gut verteidigen. Und noch eins machen. Oh, der falsche Spieler wurde angespielt, deswegen habe ich woanders hingeguckt und es nicht gerafft. Feig! Oh, das ist ein Lacker! Man kann natürlich nichts dafür, aber es wird halt ein falscher Spieler angespielt, dadurch kommt dieser Fehlpass, also dieser Pass auf einen anderen Spieler zustande. Ich merke das nicht. Guck woanders hin, weil ich denke, wo bleibt denn der Ball und er kommt nicht an, ey. Fuck! Und dann war meine Abwehr komplett im Arsch und Kane hat halt einfach den Abschluss. Oh, so ein. Es ist kein gelacktes Tor, sondern so ein geschenktes Tor, ey. So ein geschenktes Tor, weil er nicht dahin passt, wo es soll. Und ich raff das nicht. Fuck. Egal, ruhig bleiben. Gut gemacht von Reed. Boah, den fängt er sogar noch. So eine unverdiente Ausgleich. Fuck, Mann.
Hätte ich auch wieder direkt schießen müssen. Wieso schieße ich denn nie direkt? Was geht mir auf den Sack, dass ich das nicht hinbekomme? Ich denke einfach immer, es klappt noch. Ach, ich habe schon tausendmal erklärt, woran es liegt. Ist einfach nur dumm. Ist einfach nur dumm. Dass mir so viele Chancen dadurch entgehen. Boah, den hatten wir schon. Schmeichel. Okay. Oh, krass, krass. Weiß nicht, ob der abgefälscht ist. Sieht für mich aus wie ein Lackertor, aber geil, dass da reingeht. Und es ist auch eine verdiente Führung auf jeden Fall. Und Eriksen, Doppelpack, also Vorlage und Tor. Zwei Scorerpunkte. Schön, dass der Pass ankommt. Die Tunnel, es kann sein, dass dann Smalling noch mit dem Knie dran war, das weiß ich nicht. Wenn er wirklich einfach nur getunnelt und rein ist, dann ist es natürlich ein absolutes Stunnetor. Wenn er nicht abgefälscht war, ultra schwer. Weil ich im Moment dachte, fuck, der hätte es jetzt nicht schießen sollen, aber der war dann ultra schwer und richtig geil. Na, wenn Eriksen so weiterspielt, dann werde ich wohl doch darauf verzichten, De Bruyne für die Flanken zu nehmen. Das ist absolut verdient. Dieses Gegentor war so lächerlich, war so ärgerlich, weil ich genau weiß, wie es zustande kam. Und ich halt, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann ich was dafür im Sinne von, ich habe nicht richtig gezielt, ich habe nicht straff genug gepasst, irgendwas. Aber im Großen und Ganzen würde ich halt sagen, ich hatte das Gefühl zumindest, dass ich nichts dafür konnte. Ich glaube, die Vorlage hat Mané gespielt gehabt. Für Eriksen. Oh, hat Santos eingewechselt, wie es aussieht. Haben wir Glück. Scheiße. Kann sein, dass Arnautovic keine Volleybälle kann, weil ich habe das Gefühl, er verschießt immer, wenn es irgendwie einen Volley oder Dropkick gibt. Alles Gefühl, aber knallt die immer komplett. Also, es ist nicht das erste Mal, dass es so aussah. Finde ich auch immer nicht gut an. Zum Glück war es nicht im Strafraum, weil ich glaube, im Strafraum kriegt man das voll nicht. Bentege steht da hinten. Oder... Ja. Oh, ich dachte echt, das Klut war es, weil es perfekt auf Bentege ging. Komm, komm, komm. Nice. Komm, jetzt 3-1 machen. Oh, da dachte ich schon, die macht aus der Drehung rein. Schade. Oh, ein 3-1 wäre auch nicht ganz unverdient. Habe ich so das Gefühl. Oh, danke, Schmeichel. Schön geklärt. Tönnet.
Mist. Gute Idee, aber es hat nicht funktioniert. Wenn der ankommt, geil. Scheiße. Ach Mann. Ja, besser als nichts. Sind wir eigentlich defensiv? Nee, überhaupt nicht. Nächste Ecke, komm jetzt hier, kein Gegentor. Müsste noch eine Ecke sein, ja. Ich dachte echt, da geht rein, ohne Scheiß. Wie kann er denn aus der Entfernung drüber machen? Kane, mega kopfballstark, 99 Kopfballgenauigkeit. Freunde, warum macht es jetzt so spannend? Lass das mal nicht zu. Ja, keine Verlängerung gegen den Spielen. Scheiße. So riskanter Pass. Endlich. Lande dann aber auch immer bei ihm, verdammt nochmal. Ja, egal, geklärt. Ich hätte nicht schon lange ein drittes Tor haben können, ey. Fuck you, ey. Oh, das ist nicht verdient, meiner Meinung nach. Wir hätten schon dreimal das dritte Tor machen können. Oh, fuck. Egal, dann wechselt jetzt die Spieler und dann machen wir halt das dritte Tor. Verdrückt. Verdammter Sonntagsschuss aus der Drehung, ey. Hatten wir halt auch und ging halt nicht rein. Egal, wir sind der bessere Spieler. Wir machen jetzt das dritte Tor. Fuck. The referee has indicated there will be a minimum of 4 minutes of added time. Too spät, fuck.
Das waren keine 4 Minuten. Der hat vor einer halben Sekunde gesagt, dass es 4 Minuten Nachspielzeit gibt. Egal, gewinnen wir es halt jetzt. Komm schon, komm schon! Haben wir nicht umsonst zweimal geführt, ey. Wir sind auch der bessere Spieler, Punkt. Fast noch das Eigentor, schade. Komm jetzt, Benteke, mach bitte noch eins. Komm schon, Benteke. Knoten ist doch jetzt geplatzt. Komm schon. Oh, gut gehalten. Scheiße. So, jetzt aber, Benteke, mach das Ding rein, komm. Jetzt. Jetzt, ja, komm. Komm schon. Mach ihn. Komm schon, komm schon, komm schon. Ficht. Noch eine Halbzeit. Come on, Baby. Komm schon, komm schon, komm schon. Wäre so verdient. Wir haben komplett dominiert die Halbzeit. Konzentriere dich einfach. Komm schon. Oh, getunnelt im Strafraum. Und hier wieder Millimeter an mir vorbei. Hab direkt auf Passen gedrückt. Wo ist der Ball? Nein! Oh, warum klappte der Pass nicht? Der war ultra wichtig.
Sehr gut. Gut gelöst. Das ist gelb. So, jetzt mit Benteke noch ein Kopfballtor. Passt auf. Oh, scheiße. Ich sehe es nicht. Oh, ich kann es nicht sehen. Wir rufen Kamera wechseln. Oh, fuck. Ich muss es echt so machen, ey. Anders geht's nicht. Und... Oh, es war sogar gut. Fuck. Okay, konzentrier dich, konzentrier dich. Deine nicht verschießen, nicht zu straff aufziehen und versuchen zu antizipieren, wo der Gegner ihn schießt. Okay. Lacker, nicht verdient, dass er das Elfmeterschießen gewinnt, weil ich das eine Mal einfach perfekt in der richtigen Ecke war und er halt irgendwie trotzdem den Ball nicht hält. Ist natürlich auch generell unverdient, dass er das Spiel, gewinnt, aber was soll ich machen? So eine Scheiße, ey. Eriksen, 2 Scorerpunkte. Fuck, man, das Spiel hätten wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Ach, ich überlege gerade, ob ich jetzt doch nochmal 2 Spiele aufnehme, einfach weil ich dann weniger am Sonntag habe. Und ich eigentlich gerade ganz gut fühlen. Haben wir da noch 7? Na, ja, ich glaube, wir machen noch eine Aufnahme. Also dann, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben. Tschö, tschö.